schon den dritten Tag in La Paz. Das ist vielleicht eine durchgeknallte Stadt. Die geilsten sind die Busse. Die finde ich ja nur klasse. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Radladen. Ein bisschen Seilbahn fahren. Um da hinzukommen. Und mal gucken, ob ich da eine Halterung für den Lenker, für die Kamera kriege. Aber es ist kalt hier, obwohl die Sonne scheint. Ne, gehe ich noch ein bisschen shoppen. Und morgen werde ich mich wohl wieder verdrücken. Mal schauen. Vielleicht bleibe ich aber auch noch einen Tag länger. Die Stadt ist lustig. Es fetzt hier. Naja, machen wir nur auf die Sonne. So, beim Fahrradladen war ich. Die hatten aber nicht das, was ich wollte. Jetzt fahre ich mal ein bisschen Seilbahn. Wieder in die Stadt runter. Und da gehe ich ein bisschen shoppen. Der hat noch einen Tipp gegeben, wo ich einen Halter herkriege. Mal sehen, ob das funktioniert. So, nachdem ich mit der gelben gefahren bin, fahre ich jetzt mit der blauen. Das ist El Prado. Und dann gehe ich in die Ilampo-Straße. So hoppelt sie los. Und fährt sie durchs Tal. Leider nehmen die mal keine Fahrräder mit. Sonst würde ich von der Zentralstation gleich mal ein bisschen hochfahren. Und ein paar Höhenmeter sparen. Aber fest. Und jetzt kommt die Durchgangsstation. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die Koppel. Buenas tardes, última parada. Ultima? Ultima. Das ist nicht gut. Ja, nichts mit El Prado. Muss ich noch ein Stück laufen. Nee, das geht da weiter. Muss man umsteigen. Na, lustig. Nö, jetzt wird gelaufen. Der Rest ist nicht in Betrieb bis El Prado. Naja, gehe ich halt zu Fuß. Ich könnte mich doch nicht ärgern. Fahre ich halt mit der Weißen weiter. Und dann steige ich auf die Orange. Bin ich auch da, wo ich hin will. Sehr lustig. Design. Es wäre ein Stück zu laufen gewesen bis dahin. Fahren wir jetzt ganz gepflegt hier hoch und dann wieder runter. Dann bin ich im Zentrum. Richtig geil. Geht es ab hier. Berger haben wieder weiße Mützen auf heute. So. So, jetzt bin ich an der Zentralstation. Das ist die Orange da hinten. Geht die rote, und hier ist der Bahnhof. Das will ich mir kurz noch mal angucken. Geht Spaß. Ja, das ist der Bahnhof, das ist jetzt der Eingang zur Seilbahnstation. Mit zwei Seilbahnstationen. Züge fahren hier schon lange nicht mehr. So,
Ich mache mich mal auf um die Lampenstraße. Das ist ein bisschen shoppen. Ein bisschen lachen. So, jetzt bin ich in der Lampenstraße. Hier wird alles verkauft. Auch sämtliche Marken. Aber leider ist nichts original. Das ist alles fake. Aber spottbillig. Also, ich kriege hier Hosen für 10 Euro und Jacken für 15 und was weiß ich alles. Ganz richtig ablachen. Ich guck mal, ob ich eine billige Autohose kriege. Mal schauen. So, jetzt verlasse ich La Paz wieder. Ist mir doch ein bisschen zu kalt hier. Also ich habe gestern richtig gefroren. Also da. Heute scheint die Sonne. So, und jetzt geht's auf den Pass. Knapp auf 3800 Meter. Sind bei 3650. Also, das wird ein Spaß. Da muss ich aber heute rüber. Kann ich morgen die Devil machen. Auf geht er. So, ich bin schon schön geklettert. Sind wir knapp 4,4 und der Pass ist bloß 4,660. Also nicht mehr viel. Die Berge haben weiße Mützen auf. Der Stausee ist gefüllt. Aus La Paz rauszufahren war ein Ding für sich. Mit der dünnen Luft und dann die Abgase und auch noch relativ steil bergauf. Ich dachte, ich sterbe. Das hält kein Schwein aus. Jetzt habe ich noch 2 Kilometer, die relativ steil sind. Und dann wird es flacher. Und dann kann ich von oben runter gucken. Und dann fahre ich runter auf knapp auf etwas über 3000 Meter. Da dürfte es schon warm sein. So, dann fahren wir weiter. So, ich bin oben auf dem La Cumbre. Und da geht es wieder runter. Erstmal rauchen. Mein Fahrrad steht da hinten an der Straße. Dann will ich einen schmücken. Dann geht los. So, das sind die Jungas. Auf dem Weg zur Death Road. Ein paar Kilometer jetzt runtergefahren. Es wird wärmer. Ich bin auf 3,3. Das ist schon fast Sommer hier. Nicht so wie in La Paz. So, Essen war ich auch schon. Es gab wieder Andenforelle mit Pommes. So, jetzt will ich da runter eiern. Laden soll es da geben und da will ich mir ein paar Bier holen und dann will ich mein Zelt einknallen. Auf geht's. So, jetzt bin ich schon am Kilometer 2 der Death Road. Hier werde ich übernachten. Hier werde ich mein Zelt reinstellen. Von da bin ich gekommen. Und das Schlimme ist, hier ist nichts. Kein Laden. Der Kiosk macht erst morgen früh um 8 auf. Der Meister mir da hinten erzählt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich Wasser herkriege. So wie ich sowas kochen kann. Naja. Wird eine ruhige Nacht. Guten Morgen an der Death Road. Die Sonne knallt. Aber es lohnt sich noch nicht loszufahren. So warm ist auch noch nicht. Und da geht's dann runter. War eine ruhige Nacht. Die Köter haben bloß bis um 10 Uhr gebellt. So. Jetzt werden wir mein Zelt abbauen. Und dann geht's los.
noch ein Stück runtergefahren. Diesmal ein paar Wasserfälle. Und gerade 25 Bolivianos Durchfahrtsgebühr bezahlt. So, und weiter geht's runter. So, das war sie nun, die Death Road. Und was ist das Schlimmste an der Death Road? Der Aufstieg von Yolosa nach Puerto Rico. Weil man fährt hier runter auf 1200 Meter und dann muss man nach Puerto Rico hoch. Das liegt auf knapp 1800. Und das schön auf Kopfsteinpflaster. Hier wird das erste Stück. Der Rest sollte geteert sein. Es hat Spaß gemacht. Nicht bandscheibenfreundlich, aber hat Spaß gemacht, darunter zu hoppeln. Wunderbare Aussichten in die Jungas, nicht übel. So, dann schiebe ich erstmal bis zur Hauptstraße, weil das mir zu blöd hier auf den Kopfsteinpflaster zu fahren ist.